Hallo liebe Freunde des gepflegten Motorradzubehörs, hier ist wieder euer Daniel von Hepco und Becker. Frage: Adventure Bike, symmetrisches Gepäck ohne Volumen zu verlieren, gibt's denn sowas? Ja, Hepco und Becker hat sein Cutout-System und in diesem Video zeige ich euch dieses Cutout-System. Also seid gespannt! Ja, ihr kennt es vielleicht oder habt sogar eine in der Garage, ein Adventure Bike. Die Adventure Bikes, was haben die denn Besonderes im Heckbereich? Die haben immer diesen hochgelegten Auspuff. Das heißt, der Endschalldämpfer ist hochgelegt, dass man natürlich, wenn man das mal durch das Flussbett wartet, eben das Wasser nicht in den Auspuff reindringt. Natürlich ist dann bei der Entwicklung eines Koffersystems, Kofferträgersystems, immer ein bisschen schwierig, auch für uns, da einen Träger zu entwickeln, bei dem, wenn ich auch viel Volumen mitnehmen will, also auch große Koffer mitnehmen möchte, dass es nicht wirklich extrem weit absteht. Also als Orientierung sollte immer so die Breite des Lenkers dienen und mehr als 1,5 Meter, 1,6 Meter sollte das Ganze nicht in der Breite oder nicht mehr sein in der Breite. Da hat Hepco und Becker Folgendes gemacht. Wir haben unsere bekannte und auch gute und wie sagt man, preisgekrönte Explorer-Serie genommen und haben daraus nochmal ein Explorer-Cutout-Set entwickelt. Cutout, wie ihr es hier seht, dank unseres ausgesparten, ausgeschnittenen quasi Explorer 40 Koffer. Das heißt, der 40 Liter Volumenkoffer wäre eigentlich so groß. Hier haben wir diese Aussparung. Der Koffer ist natürlich trotzdem weiterhin wasserdicht, wird alles schön hier verschweißt und verklebt und vernietet und abgedichtet. Und somit können wir also dieses bisschen mehr Volumen da noch generieren, diese 3 Liter mehr. Das heißt, wir haben jetzt hier 37 Liter auf der einen Seite, 40 Liter auf der anderen Seite. Also da nochmal ein bisschen Volumen gewonnen in der Kapazität. Und oben die Deckel, wenn ihr euch das anschaut, sind natürlich symmetrisch. Das heißt, von der Optik her auch sieht das Ganze von oben auch wirklich toll aus, weil die Koffer, wie gesagt, vom Deckel her einfach gleich groß sind. Was gibt es noch zu beachten bei diesem Cutout-Set? Das Cutout-Set hat natürlich auch diese Aussparung oder diese nachgeformte Aussparung am Träger selbst. Und dieser Träger im Speziellen ist beim Cutout-Set immer aus Edelstahl. Also wirklich super langlebig und resistent gegen sämtliche Witterung. Wie gesagt, hier haben wir einmal dieses Cutout dann nochmal nachgeformt im Edelstahl. Ansonsten von der Befestigung wie unsere anderen Hartschalenkoffer auch. Einmal hier einschieben, Krallenschloss zu und der Koffer sitzt fest abgeschlossen am Fahrzeug. Hier haben wir einmal den Koffer in Schwarz, pulverbeschichtet. Es gibt den Explorer, aber natürlich auch in diesem eloxierten Aluminium, also in Silber, für alle Geschmäcker was dabei. Hier bei der Husqvarna, finde ich, sieht der Schwarze sehr, sehr gut aus. Was ich natürlich noch erwähnen kann, ist, dass es natürlich verschiedenes an Zubehör gibt. Aber da schaut ihr einfach mal an das Video vom Explorer-Koffer an sich, denn da zeige ich euch das ganze Zubehör, was es für diese Koffer gibt. Gibt es auch für den Explorer-Cutout, vor allen Dingen auch für den Cutout-Koffer die Innentasche, die dann auch schön abgenäht ist und da 1A reinpasst. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, dann geht auf unsere Webseite hepco-becker.de und schaut nach den Cutout-Sets, die es auch bestimmt für euer Adventure-Bike gibt. Ansonsten schreibt auch gerne mal Fragen in die Kommentare, wir beantworten sie gerne. Und ich sage jetzt auf Wiedersehen, gute Reise, gute Fahrt, bis zum nächsten Mal, euer Daniel. Ciao! Can't stop this feeling inside me. I want to break up with you.